So, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Brigitte Zwanzara, mache Trainings für mehr Selbstbewusstsein. Und heute ist die Ingrid zu Gast und hat sich netterweise bereit erklärt, ein bisschen was zu erzählen, wie sie zu mehr Selbstwert, zu mehr Selbstbewusstsein gekommen ist. Und was heute uns ganz speziell interessiert, ist die Frage, warum Tanzen selbstbewusst macht. Ingrid, du bist am Wort. Ja, ich habe Tanzen als Jugendliche immer für das Gefühl der Freiheit empfunden und bei mir zu sein und habe das wirklich sehr, sehr geliebt. Das ist dann ein bisschen eingeschlafen mit der Zeit, in meiner Familiengründung und meinem Leben. Und dann sah ich die Brigitte auf Facebook tanzen. Und das war wie eine Einladung, als hätte sie mich abgeholt zu einem Zeitpunkt, der sehr passend war für mich, wieder zu mir zu finden. Und trotz einiger Umstände, dass das so weit weg war, gab es dann immer glückliche Zufälle, dass ich dann doch zur Gruppe gefunden habe. Ich habe dort das erste Mal getanzt und ich dachte, dass ich immer schon hier getanzt habe. Und in mir wurde wieder dieses Gefühl erweckt, bei mir zu sein und zu tanzen, frei zu sein. Und bei jedem Impuls hatte ich das Gefühl, dass ich bin. Es ging dann um mich, ich. Ich war wieder so wichtig für mich selber. Und die Impulse waren sehr interessant auch, mit seinem Herz zu tanzen, sich zu erden, sich etwas abzuschütteln, sich mit dem Spirit zu verbinden. Alles, was dort an Impulsen war, war eigentlich so eine Sehnsucht in mir, die ich erfüllt habe, die ich erfüllen durfte dort. Und da ging es nicht nur um mich alleine, da ging es dann auch um eine Gruppe, um Menschen, die ähnlich fühlen wie ich, um Partnerschaftsübungen, sich wo anlehnen zu dürfen oder gemeinsame Dinge wie aus der Reihe tanzen, sich anzupassen. Alles, was man im Leben sonst erlebt, hat dort sich einfach in Ausdruck gebracht. Und es Wow. Jetzt werde ich uns mal umschalten, dass man uns beide sieht. Ingrid, wow. Also ich könnte da jetzt natürlich ewig zuhören, aber ich glaube, es geht darum, dass du diesen Flow, den du da gerade rüberbringst, aus meiner Sicht, ja, dass das für die Zuschauer und die Zuschauerinnen spürbar wird, dass dieser Flow bei dir durch das Tanzen eben sehr entsteht, ne? Kannst du uns vielleicht sagen, Ingrid, noch, wie war die Ingrid vor dem Tanzen und wie ist die Ingrid nach dem Tanzen? Ja, ich war vorher sehr gefühlsbetont, sehr übersensibel, auch in so einer Unruhe, in so einer Rastlosigkeit. Und nach den Tanzen gab es etwas Zentriertes. Und das hat sich so echt angefühlt. Und das hat mir auch körperlich wie geistig einfach gut getan. Es war etwas, was das Gefühl gegeben hat, jetzt komme ich bei mir an. Und das war einfach für mich und ist noch immer für mich ein Mittwochstanztag, auf den ich mich wirklich freue, den ich nicht nur genieße, sondern der mir ja wirklich bereichert. Und in einer wirklichen Gruppe zu sein, die mich einfach bereichert, wo wir uns beschenken. Dankeschön, liebe Ingrid. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ich lebe ja in einer sehr zufriedenen Partnerschaft und ich weiß auch, dass das bei dir der Fall ist. Muss jemand, der jetzt zum Tanzen kommt oder die jetzt zum Tanzen kommt, etwas befürchten, dass man dann sich zu sehr verändert, dass das zu Hause nicht mehr ausgehalten wird? Oder wie ist es? Ich denke, dass Veränderungen generell etwas mit Menschen machen.
Aber wenn man sieht, wie ein Mensch sich verändert für sich, dann verändert er sich ja auch grundsätzlich für die Beziehung. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Und ich, in meinem Fall war es auch für meine Beziehung etwas, dass wir zueinander tanzen. Okay. Ja, Ingrid, hier nochmal herzlichen Dank an dich, dass du das auch in dieser Offenheit in dem Interview uns mitgeteilt hast. Wir machen auch an der Stelle einen Punkt. Es soll dein Interesse, dein Bedürfnis wecken, wenn du dich über den Tanz erfahren möchtest, wenn du selbstbewusster werden willst, wenn du leichte Entscheidungen treffen willst, wenn du zu dir finden willst. Was heißt das eigentlich, zu mir finden? Sich selber wieder spüren, seine inneren Regungen wahrnehmen, ja? Zu wissen, was tut man gut, was tut man nicht gut, all diese Dinge. Und daraus aber auch Entscheidungen treffen zu können, also fähig sein, es umzusetzen. Wenn du das möchtest und wenn du es über den Tanz erfahren möchtest, klick auf die Links, melde dich an für ein kostenfreies Fachgespräch und wir schauen dann, ob da was dabei ist, was für dich auch passen könnte. Ich sage an die Ingrid herzlichen Dank für diese Offenheit, dieses offene Interview. Es berührt mich auch, merkst, dass ich da gleich beim Herzen mich ein bisschen halten darf, denn wenn wir Interviews sehr offen und ehrlich führen, dann berührt das halt einfach, gell? Und ich sage an der Stelle, wenn du als Zuschauer oder Zuschauerin etwas wissen möchtest, alle Links findest du hier unter dem Interview verlinkt, beziehungsweise auf meinen Profilen Insta und Facebook. Alles Liebe, Dankeschön.